Hallihallo und willkommen zurück zu einem wirklich grauenhaften Wimmelbild-Abenteuer. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Wir haben ja in der letzten Folge Mark aus dem Keller befreit, beziehungsweise er hat sich selber befreit. Naja, wir haben ein bisschen geholfen, haben ein bisschen nach oben geschubst. Und auf der anderen Seite erleben wir jetzt gerade den Teil, den Martha macht. Denn während Mark im Keller eingesperrt war, hat sie sich auf der Suche nach ihrem Ehemann gemacht und unter anderem diesen Trakt freigeschaltet. Wir haben ja am Anfang die verschlossene Tür gehabt mit den drei Schlössern. Und jetzt ist sie in diesem Trakt und dort befindet sich das Zimmer von Abita. Das haben wir schon gefunden und auch natürlich dieses komische Gebilde, was wahrscheinlich ein Schrein sein sollte, keine Ahnung, von dieser unheimlichen Gestalt, die hier rumläuft. Und hier ist ein Musikzimmer, hier ist eine Bibliothek. Und das war, habe ich vergessen, was war das? Ach, das ist noch namenlos. Also da kommen wir dann auf jeden Fall noch hin. Auf jeden Fall scheint das hier ihr Trakt zu sein, in dem sie früher gelebt hat, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber wir haben noch ein Geheimnis herausgefunden, denn Abita und ihr Mann Edward, die hatten tatsächlich einen Sohn. Und dieser Sohn ist zurückgeblieben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo ist er abgeblieben? Ist er vielleicht derjenige, der hinter den Mauern lebt? Das wissen wir natürlich noch nicht und werden wir herausfinden. Und vor allen Dingen werden wir, glaube ich, noch herausfinden, warum diese unheimliche Gestalt im Keller ja lauter eingeteerte Leichen in der Badewanne aufbewahrt und auch diese ganzen Haare, die an der Wand hangen. Und ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, es waren lauter blonde Haare, die auch ein bisschen länger waren. Das heißt also Frauenhaare. Ja, wir werden jetzt erstmal weiter rätseln und gucken, dass wir Mark irgendwie dann nochmal wiederfinden. Hier oben war noch was zu tun. Zu hoch, in dem alten Sessel traue ich nicht. Aha. Okay, dann nehmen wir mal den Rückenkratzer. Was haben wir gefunden? Sternfragmente. Und die hier, ne? Nee. Ich muss ehrlich gesagt nochmal hier rumgucken. Ja, hier ist ja diese Puppe, die war verkleidet mit Klamotten und hier war dieser Schrein. Hier haben wir das Badezimmer von Abita. Hier gibt es auch noch was zu tun, nämlich hier fehlt noch ein Wasserhahn. Wir brauchen, glaube ich, auch noch heißes Wasser für den Mörtel oder für den Kleber. Ich weiß es nicht genau. Ja, heißes Wasser, dann dieses Gummizeug und Glycerin. Dann können wir einen Kleber machen. Nee, das können wir auch nicht da reinmachen. Ach so, Moment mal. Ah, so geht das also. Und damit hält das Ganze. Dann können wir hier den Verbandskasten aufmachen. Ja. Oh, eine Schere. Und noch was mitnehmen. Papillen, ich sag's mal so, ja, bei dem Erlebnis kann man immer ein paar Pillen gebrauchen. Oh, das war's schon. Was haben wir bekommen? Alkohol und Glycerin. Ich habe es mir schon fast gedacht. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hier erstmal noch den Wasserhahn. Stimmt. Und wir müssen ja auch noch den Spiegel putzen. Taschentuch. 100%iger Alkohol. Den sollten wir mal lieber trinken. So, gut, das Zeug sollte selbst die härtesten Substanzen auflösen. Was ist denn das da? Zange? Schlosselement. Champagneröffner. Also ich denke mal, wenn wir das Spiel geschafft haben, kriegen wir erstmal ordentlichen Champagner zu trinken. Den haben wir uns dann verdient, dass wir hier durch diese unheimliche Geschichte gegangen sind. Ach, hier ist ja immer noch ein Auge, was fehlt. Aha. Ja, gut, raus dann. Genau, hier fehlt noch ein Knopf. Ich werde erstmal wieder sammeln hier. Und hier fehlt ein Schlüssel. Und ich denke mal, ein Buchemblem. Ach was. Super. Ja, das ist ja mal schäbig, wie das hier aussieht. Dann fragen wir doch mal, was wir hier tun müssen. Bewege das grüne Schlosselement in das Schloss auf der linken Seite, indem du die anderen Elemente
aus dem Weg schiebst. Das machen wir mal. Oder so. Was? Nee, Moment. Ja, der müsste dann noch mal weg. Ja, toll. Wie kriegen wir das jetzt hin? Moment. Warum geht der nicht nach da? Das wäre so einfach. Schön. Ist doch blöd, dass sie zwei untereinander sind. So wird das, glaube ich, nichts. Ja, das ist Quatsch, den dahin zu machen. Nee, der müsste noch einen nach oben. Aber das bringt gar nichts. Nee. Nee, es bringt nichts. Okay, jetzt können wir den zwar nach unten machen, aber wir können den ja nicht mehr wegmachen. Hä, das ist ja mal eigentlich normalerweise gar nicht so schwer. Auch für mich nicht. Ja gut, dann ist der aber blockiert. Okay, hat ja doch geklappt, bin ich ja froh. Ein Puppenzimmer. Oh. Oh. Wer hat denn hier mit Puppen gespielt? Der Sohn kann es ja eigentlich nicht sein. Also, nehme ich jetzt mal an. Wow, war das Abita oder Joseph? Ich brauche einen Hinweis, wenn ich hier etwas finden will. Tja. Oh. Eingetrockneter Pinsel. Und es fehlt etwas. So, was können wir denn? Den Alkohol haben wir natürlich wieder weggeschüttet, ist klar. Es fehlt etwas. Was haben wir denn hier? Lauter gruselige Puppen. Ugh. Was ist das denn hier für ein Schmodder? Ist das Kerzenwachs? Ah ja, Wachs. Okay, wir brauchen also noch ein Streichholz. Evita scheint hier viel Zeit mit ihrem Sohn verbracht zu haben, aber warum ist das Bettchen mit Brettern vernagelt? Gute Frage und vor allen Dingen ist eine gute Frage. Nein.
Ich habe unseren Champagneröffner ausgegeben. Okay. Ach du meine Güte. Tja, der hat ja wohl mal eindeutig ein Problem, der kleine Junge. Sollen wir die einsetzen? Ja. Aber mitnehmen... Oh Gott, was für Gruselpuppen. Jemand Schwert. Da brauchen wir einen Ritter oder sowas. Warte mal, hier fehlt ein Ruder. Nee, fehlt nicht. Okay. Teddybär. Hier, der Kaktus. Was haben wir denn hier? Ein Holzdreieck. Ach, guck mal. Das können wir da reinmachen. So, der Teddy, der braucht doch... Ach, das ist gar kein Teddy. Ja, man braucht schon ein bisschen Fantasie. So, was haben wir denn da unten? Clownbein. Hier fällt auf jeden Fall auch ein... Ach, guck mal, die Entchen können wir da reinmachen. Alle meine Entchen. Hier fehlt der Puppenkopf. Dann haben wir hier eine Haube. Keine Ahnung. Wer möchte von euch eine Haube? Ich glaube, dieses Kind da hinten. Ja. Jetzt sind wir wieder übers Gesicht ziehen sollen. So, wir brauchen... Ach, guck mal hier. Kaninchenohr habe ich doch schon gesehen. Boah, kein Wunder, dass der Junge eine Macke hat. Guckt euch das mal an hier mit dem Schnurrbart, eine Puppe. Da würde ich auch durchdrehen als Erwachsener, wenn ich dann hier so eine Kindheit hätte. Teddybär, wo bist du? Und ein Arm. Da. Jetzt brauchen wir eine Lampenschraube. Ach was. Wie sieht denn eine Lampenschraube aus? Ich will der Puppe irgendwie immer die ganze Zeit das Messer aus dem Kopf ziehen. Lampenschraube. Ach hier. Nee. Doch. Okay. So, Lampenschraube. Die haben wir uns hart erarbeitet. Die haben wir nicht gefunden. Das will ich mal so betonen. Genau, hier war ja der Wachs. Wir brauchen Streichhölzer. Boah, was für ein gruseliges Kinderzimmer. Ich meine, für damalige Verhältnisse um 1900 rum, da haben Jungs nicht mit Puppenhäusern gespielt. Die hatten Zinnsoldaten und Holzschwerter. Toll, jetzt haben wir ein Glas und kein Champagner mehr. Verdammt auch nochmal. So, da müssen wir nochmal in Abitas Zimmer rein. Hier. Da muss das Auge rein. Toll. Bin begeistert. Wir haben eine Akte. Nee, Musiknoten. Oh Gott, ich hoffe, ich muss die nicht nachspielen. Ja, sieht aus wie ein Schnittmuster, verstehe ich auch nicht. Kann man alle mein Entchen? Nee, warte mal. Die kann man nicht drücken. Oh, das Klavier muss gestimmt werden. Oi, oi, oi. Ja gut, also mit den Künsten kann ich mich dann nicht an der Musikakademie bewerben. Die Frage ist jetzt, was ich hier machen muss. Ich nichts wissen. Spielst du von alleine? Wir kriegen bestimmt noch einen Hinweis, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Kann man nicht lesen hier.
Ja gut, dann keine Ahnung. So, wir haben ein Glas Wasser. Wir brauchen den Wasserhahn. Schraubenschlüssel. Eingetrockneter Pinsel. Okay, wir haben einen Pinsel, wozu auch immer wir den brauchen. Ist da noch irgendwas sauber pinseln? Oh, Maggie hängt immer noch an der Wand. Huch. Oh. Finde Symbole, nehme ich jetzt mal an. Also erstmal die Fernsehantenne. Zweimal. Dann die Schnecke. So, das X haben wir auch zweimal. Das haben wir auch zweimal. Das auch. Dann das Pi. Dann die Schnörkel. Und das. Der Winkelmesser. Zahlen und Richtungspfeile, das muss ein Hinweis sein. Ich glaube auch. Welche Möglichkeit gibt es noch? Keine Ahnung. Abschreiben. Ein Buch und von Hand gezeichnete Richtungspfeile. Das muss ein Hinweis darauf sein, wie ich in die Bibliothek komme. Ja, wir brauchen das Buch. Das wissen wir ja schon. Also zuerst nach links, dann nach rechts und dann nach links. Okay, das kann ich mir sowieso nicht merken. Habe ich in spätestens 3 Minuten wieder vergessen. Davon mal abgesehen, haben wir auch das Buch noch gar nicht. Was für eine Wasserverschwendung. So, wir haben auf jeden Fall schon mal heißes Wasser. Naja, mehr haben wir noch nicht. Ach doch, Glycerin. Moment. Und dann brauchen wir noch Gummi Arabicum. Gummi Arabicum. Nee. Moment. Okay, das kriege ich ja nicht weg. Ja gut, hier brauchen wir noch eine Walze und ein Streichholz. Hier fehlt auch auf jeden Fall noch was. Ist schon niedlich hier irgendwie. Vor allen Dingen um 1900 und dann so ein Fernseher. Das hatten die bestimmt noch nicht, die Graves. Nee. Okay, was machen wir denn mit dem Pinsel? Hätte ja sein können. Ist ja irgendwas unterm Kissen noch. Die Ratte läuft da immer hin und her. Finde ich auch sehr sympathisch. Ach, wir haben ja eine Karte. Moment. Gucken wir doch mal in die Karte. Erste Etage. Aufgabenliste. Hier ist was zu tun im Musikzimmer. Aber da sind wir ja auch im Moment. Okay, Musikzimmer ist was zu tun. Schade eigentlich. Tja, ich habe kein Buch. Ich frage ihn mal hier. Ja, was soll ich denn jetzt machen?
Oder muss man die hier spielen? Die Teile? Weil ich sehe das gerade. Könnte sein, ich dachte, das sind einfach nur Schnörkel. Na gut, wir machen mal. Auge. Das Teil. Oh Gott, das wird... Also, wird ja immer schlimmer hier. Musikalisch gesehen. Das E und das. Ach was. Oh nein. Wir haben den Schlüssel. Ich wollte gerade angeben damit, dass ich mir das gemerkt habe. Okay, wir brauchen noch kein Buchsymbol. Dann gehen wir mal in die Bibliothek. Oh, die sieht ja noch recht freundlich aus. Und vor allen Dingen ist witzig, das Obergeschoss ist viel, viel größer als unten. Da haben wir ja gerade mal Esszimmer und Küche. Na gut, der Wintergarten, aber den hat man ja eigentlich mehr angebaut, hat man ja nicht draufgebaut. Hier ist schon wieder eine Puppe. Ah ne, Porzellanstücke. Hier sind Zinnsoldaten. Was haben wir denn hier? Mein armer Joseph ist leider extrem lichtempfindlich. Habe ich es nicht gesagt in der letzten Folge? Sonnenlicht verursacht ihm Schmerzen. Aber vielleicht ist das auch besser so. Im Haus ist er sicherer. Seine Zeit verbringt er damit, jeden Winkel des Hauses zu erkunden. Er findet Zimmer, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existierten. Vor kurzem habe ich in der Bibliothek die Grundrisse des Hauses mit geheimen Wegen, die die Zimmer verbinden, entdeckt. Joseph muss ihn auch gefunden haben. Abitas Eindruck, dass Joseph außerhalb des Hauses nicht überlebt, haben ihn über die Jahre in etwas Unsägliches verwandelt. Ja, das muss ich auch mal sagen. Das ist ja mal... Ich muss mal Mülleimer hier rumwühlen. Oh, guck an. Hey, das ist eine Skizze eines Puppenhauses. Sehr schön, haben wir die auch. Oh, das war's schon. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch was. Die Bücher können wir nicht mitnehmen. Die Weintrauben, natürlich. Lippenstift, aber hier ist Feuer. Hä, warum kriege ich denn die abgedingsten? Moment. Toll. Ich packe mir doch keinen abgebrannten Streichhölzer in die Schachtel. Weintrauben sind mir unheimlich. Die sind schon Jahrzehnte alt. So, wir brauchen noch drei. Huch. Brauchen wir denn noch drei? Drei. Und nichts anderes. Ach, hier ist noch einer. Schon wieder so ein abgebrannter. Da haben wir noch einen. Und dann fehlt noch ein Streichhölz. Ach, guck mal. Ja, eben, die verbrannten brauche ich nicht. Was soll ich damit? Eben. Okay, wir haben drei Stück. So, hier war mal eine Porzellanfigur. Aber die können wir wahrscheinlich noch nicht zusammensetzen. Es fehlen noch drei. Aha. Gut, hier fehlt auf jeden Fall auch noch so ein Teil. Und hier fehlt auf jeden Fall noch eine Figur. Wo kommen wir denn dahin? Ich frage mich, was sich hinter der Tür verbirgt. Aber hier ist keine Türklinke oder sonst eine Vorrichtung, um sie zu öffnen. Ja, also ich sorg mal dafür, dass die Bibliothek schon so lange... sieht sie noch ganz gut aus. Was ich mich aber auch frage, ist, wovon der Junge lebt. Wer bringt ihm denn das ganze Essen? Ich meine, gut, der sei jetzt nicht so gut genährt. Nein, ich will es nicht wissen. Okay, ich nehme die Frage zurück. Er hat ja dann die ganze Badewanne voll. Hä? Hä, ist doch ein Puppenhaus. Ach was. Ach du. Ist
Müssen wir das jetzt bauen? Nee, müssen wir nicht. Ein Puppenhausteil. Bewege die Puppe durch die Zimmer zur Doppeltür, indem du entweder die Puppe oder die Zimmer verschiebst. Ja. Da muss die Puppe hin. Achtung. Kommt der hier nicht durch? Geh durch. Das war's. Fertig. Mal, du musst hier nochmal runter. Das Zimmer kann man nicht verschieben. Aha. Das Zimmer kann man auch nicht verschieben. Das ist ja doof. Kann man das hier verschieben? Hä? Nein. Aber er läuft lustig. Nein. Ach, guck mal, jetzt geht's. Kann da durch. Aha. Toll. Kann man die Zimmer verschieben? Ja, das kann man verschieben. Nee, kann man nicht. Hä? Das ist ein merkwürdiges Spiel. Hä, ich war doch in der Doppeltür. Ach, das geht noch weiter. Okay. Also man kann das nur verschieben, wenn er dabei ist. Ah, jetzt geht's wieder nur so. Hier kann man nicht runter. Aha. Doch, geht. Okay. Dachte gerade schon. So, den haben wir jetzt erstmal eingesperrt. Ah, nee, der geht ja wieder runter. Oh. Geht's nicht lang, aber da geht's lang. Ja, es bringt aber nicht viel. Der muss hier hin. Das muss ich im Prinzip tauschen. Komm, geh mal da rein. Aber er geht nicht. Doch, er geht hoch. Er geht hoch. Aber ich frage mich hier gerade, welche Tür ist denn hier offen? Komm ja gar nicht hin. Okay, das überspringe ich dann mal. Sonst wird das hier ewig dauern. Ja. Okay. Ja, die Lösung, die hätte ich. Ach du, ich habe den Überblick verloren. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank für die Cowboy-Figur. Oh mein Gott. Was für ein merkwürdiges Spiel. Also das Puppenhausspiel. Ja, und das andere auch, muss ich sagen. Gut, die Cowboy-Figur setzen wir dann ins Regal der Bibliothek ein. Machen wir in der nächsten Folge. Und dann mal gucken, ob wir das geheime Zimmer aufmachen können. Da bin ich ja mal gespannt. Wir müssten ja im Prinzip dann fast bald Joseph treffen. Ja, ich finde es schon ein bisschen traurig auch. Also es ist auch wirklich ein bisschen traurig, wenn man sich überlegt, dass das erwachsene Kind da hinter Mauern lebt und sich verstecken muss. Ja, gut, ich verabschiede mich an dieser Stelle und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.